Hallo und herzlich willkommen zu den Gartenvideos von Lubera. Heute beschäftigen wir uns mit dem Ausgeizen von Gurken. Gurken bilden wie Tomaten in ihren Blattachseln Seitentriebe. Und diese Seitentriebe können wiederum Seitentriebe bilden. An allen Seitentrieben bilden sich dann Blüten und man könnte meinen, das ist ja toll, kriegt die Gurke jede Menge Früchte. Aber ganz so ist es nicht. Das Wachstum von diesen Seitentrieben und die Blätter, die dabei gebildet werden, das alles kostet die Gurke ja jede Menge Kraft. Und das ist Kraft, die sie dann letztlich nicht für die Bildung von den Früchten mehr übrig hat. Also ist es auf jeden Fall besser, wenn man diese sogenannten Geiztriebe ausbricht. Wie erkennt man jetzt aber diese Geiztriebe? Woher weiß man, was soll man wegbrechen und was nicht? Weil wenn man aus Versehen zum Beispiel den Haupttrieb der Gurke abbricht, dann wird sie da oben nicht mehr weiter wachsen. Das wäre nicht so gut. Also wie erkennt man die Seiten bzw. die Geiztriebe? Das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben den Hauptstamm der Gurke, den erkennen wir eben, weil er von unten rauskommt, weil er eben aus dem Wurzelstock rauskommt. Und dann bilden sich an diesem Hauptstamm Blätter. Und in dieser Blattachsel wächst normalerweise eine Gurke, so wie hier. Und hinter dieser Gurke quasi, in derselben Blattachsel, wächst dann der Geiztrieb. Der ist also ganz einfach zu erkennen und er wird einfach an dieser Stelle dann ausgezwickt. Das kann man, so wie ich jetzt hier, mit den Fingern machen, also mit den Fingernägeln. Man kann aber auch, wenn diese Triebe schon ein bisschen länger sind, eine Schere nehmen und sie dann mit der Schere rauszwicken. Wichtig ist, dass man versucht, eine möglichst kleine Wunde zu erzeugen. Am besten macht man das auch an einem trockenen Tag, damit er eben nicht direkt so viel Feuchtigkeit in diese Wunde eintritt und die sich schnell verschließen kann. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um diese Geiztriebe auszubrechen? Naja, dann, wenn sie erscheinen. Möglichst bricht man sie aus, wenn sie noch recht jung sind. Die gute Nachricht, was die Geiztriebe von Gurken angeht, ist, in der Blattachsel, wo wir einmal einen Geiztrieb ausgebrochen haben, wird nicht nochmal einer erscheinen. Aber in den anderen Blattachseln natürlich schon. Das heißt, man muss immer wieder nachgucken, ob in den neuen Blattachseln neue Geiztriebe erschienen sind. Die Tomate macht es uns da schwerer. Die bildet nämlich in der gleichen Blattachsel immer wieder Geiztriebe aus. Also das ist bei der Gurke schon mal einfacher. Wenn wir diese Gurke eben so eintriebig ziehen und die Geiztriebe ausbrechen, hat es noch einen weiteren Vorteil. Sie bildet einfach nicht so viel Blattmasse, das heißt, sie hat mehr Kraft für die Gurken. Und diese wenigere Blattmasse, die ist natürlich auch gut dafür, dass sich nicht so schnell Mehltau bildet, dass nicht so ein extrem feuchtes Klima entsteht. Und aus diesem Grund mache ich an meinen Gurkenpflanzen auch immer die unteren Blätter ab. Und es steigert den Ertrag auch, wenn man die ersten zwei, drei Gurken, die sich unten bilden, abzwickt und dann die Pflanze erst oben Gurken bilden lässt. Ich hatte am Anfang den Unterschied zwischen Ausgeizen und Entspitzen kurz angerissen. Also Entspitzen, wenn man aus Versehen den Haupttrieb abbricht. Das kann man auch ganz bewusst machen, nämlich dann, wenn die Gurke am Ende von einem Rankgerüst angekommen ist, dann kann man den Haupttrieb eben oben auch entspitzen, sodass sie nicht mehr weiter wächst und sie einfach ihre Kraft in den vorhandenen Trieb und die vorhandenen Gurken stecken kann. Ein weiterer Vorteil, den man im Gewächshaus zum Beispiel bestimmt zu schätzen weiß, ist, dass die Gurke, wenn sie eintriebig gezogen wird, dann auch sehr viel weniger Platz wegnimmt. Man kann sie an einem Seil hochleiten, sie bleibt schlank. Man hat also dann viel mehr Luft und Platz im Gewächshaus. Auch bei einer Gurke, die man im Topf gezogen hat, ist das eine Sache, die man auf jeden Fall bedenken sollte. Man hat einfach viel mehr Platz, wenn man sie eintriebig nach oben leitet. Also nochmal zusammengefasst, wenn ich die Geiztriebe an einer Gurke ausbreche, dann kriege ich mehr gesunde, große Früchte. Ich habe weniger Probleme mit Blattkrankheiten, weil mehr Luft an die Gurke kommt und ich habe mehr Platz, wenn ich die Gurke eintriebig ziehe. Das war's zu diesem Thema. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den YouTube-Channel oder besucht die Homepage lubera.com. Dort erhaltet ihr Infos zu mehr als 5000 Pflanzen. Wir sagen Tschüss und wünschen euch eine gute Gartenzeit.